Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Show World of Tanks von Junoi und Evans. Korrekt. Hallo. Ja, ich weiß, es ist sehr schwer, zwei Namen aufzuzählen. Danke an dieser Stelle. Dieses Mal haben wir sogar noch einen neuen Mitspieler dabei, und zwar Cooper 12. Hi Cooper. Der sich sogar, hi Cooper, ja, wenn du uns auch gerade nicht hören kannst, aber wenn du dir das Video anschaust, dann wirst du sehen, wir haben dich auch sehr nett begrüßt. Er spielt einen Tiger, ja, er ist sogar in einem Clan, was wir mittlerweile immer noch nicht sind. Sollten wir uns auch mal drum kümmern. Ja, wir sollten uns wirklich mal drum kümmern. Also wenn jemand wirklich einen guten Clan kennt, aber mit wirklich gut meine ich auch gut. Also schon nicht so ein Clan, der inaktiv ist und ab und an mal seine Spielchen macht, sondern einen guten. Genau, sondern so ein Clan, der halt auch mal vielleicht in der Woche 2 bis 3 Clan-Kriege macht oder sowas. Ja, so sollte es auf jeden Fall sein. Sonst ist es zu bohren. Und dieser Clan sollte auf jeden Fall Medium-Tanks brauchen, ja. Und einen Troll. Und einen Troll-Gamer. Das dürfte dann wohl ich sein. Nein, ich hab mich gemeint. Na dann. Ja, ich würde sagen, dann zählen wir mal runter für ihn und dann, jo, machen wir mal los, oder? Auf los geht's los. Los, jawohl. Da hat Cooper uns auch schon wahrgenommen. Ja, Wahnsinn. Wir starten auf Ruinenberg. Ruinenberg. Aber ich glaube, das ist eine deutsche Map, weil auf den Straßenschildern sind deutsche Namen drauf. Ehrlich gesagt habe ich noch nie auf Straßenschilder geachtet. Es ist mir letztlich aufgefallen, muss mal ziemlich da in dem Dreieck, in der Mitte von dem Dreieck zwischen uns dreien, ist irgendwo ein Straßenschild, wo glaube ich Galgenstraße steht. Musst du mal gucken. Galgenstraße auf Ruinenberg, na dann. So, aber ich gebe mich hier gerade irgendwie, bin ich sehr zufrieden mit meiner Stufe. Hier sieht man auch gerade, der Mod ist noch nicht hundertprozentig geupdatet, weil ich bin laut Mod immer noch Panzerstufe 6, aber hier steht Panzerstufe 7 drin. Ja, du bist auch laut Realität noch Stufe 6. Ja, laut Realität. Wo steht denn hier ein Straßenschild? Keine Ahnung, da vorne musst du mal gucken, warte mal. Bloß nichts umfahren, ja? Ich habe letztens ein... Schaut, ist rechts neben dir, glaube ich. Wo ist der Ampel? Oh, Moment, pass doch auf, Mann, nimm mir nicht die Vorfahrt. Ich habe letztens ein Straßenschild gesehen, dann hat es einer umgefahren. Vor mir. Hier. Ach, da. Guck mal, hierher. Ich fahr's um, dann seh ich's nicht mehr. Straße. Warte, ich such Schild, da steht's. Straße. Und irgendwas zwar. Ist Straße. Auf jeden Fall eine deutsche Map, trotzdem haben wir das aufgeklärt. Wackerstraße? Ja, genau. Keine Ahnung. Irgendwas Unleserliches auf jeden Fall. Aber jetzt wird gespielt, weil wir sind ja nicht darum, irgendwelche Straßennamen in den Maps zu finden. Doch. Wo ist das Straßenschild? Doch. Ich fahr jetzt mal die Baggerstraße entlang, ja? Ja, das ist jetzt die Baggerstraße. So, schön weg. Heißt jetzt offiziell Baggerstraße. Wir haben den Ferdinand. Ai. Ja. Hier sieht man auch den Mod, den ich mir für den Panzer geholt habe. Da ist jetzt irgendwie mit Sonneneinstrahlung und so etwas rumhantiert. Immer wenn die Sonne drauf scheint, wird das ein wenig Silber an der Stelle. Sieht irgendwie sehr fesch aus. Ich habe mir für die anderen Panzer, ich habe auch alle Skins geholt. Und ich finde, die sahen echt nice aus. Ah, hätte kaputt. Doch nicht. Tiger, ich will dich anhitten. Ach man. Das Geschütz ist so trollhaft, ohne Mist. Ich lese hier so lange an, das macht echt keinen Fun. Was dieses Geschütz bedeutet, wenn ihr es mal drauf habt, das ist wirklich OP. Ich glaube 4 Sekunden oder 3 Sekunden Nachladezeit, da kommt wirklich durch alles durch, was euch im Weg steht. Wenn der AMX-12T nochmal kommt, treffe ich ihn. Na hopp! Trau dich! Wenn du an mir vorbei willst, dann fahr mir vorbei, aber... Trau dich. Ferdinand gibt Suiciden. Respekt. Ferdinand. Der Ferdinand. Achso, der Ferdinand. Lol, es geht. One-Shot einfach mal den AMX-12T. Ja, ich weiß. Das ist ein bisschen OP. So, der Tiger, den werde ich jetzt auch keinen SS-Bär bekommen. Ich scroll mal wegen raus, vielleicht kommen wir noch in. Vielleicht sehen wir. Da zerstört er. Der Ferdinand ist voll der Killstealer. Bei uns captured jemand. Ich komme nicht durch den Tiger 2. Ist schon. Arti deffen vielleicht?
Scheiße, das ist ein Chefi bei uns in der Base. Ich bin voll durch. Verkackt der Chefi. LOL. Fährt er links oder rechts? 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 Der fährt gerade. Ja, hallo, Chefi, wenn er jetzt um die Ecke kommt, müsste ich ihn eigentlich treffen. Was geht denn? Diese verdammten Light Tanks, jedes Mal ist der so scheiße. Blow up. Aua. Das ist sowieso das Allergeilste, immer Blow up. Ich hab das ehrlich gesagt noch nicht so oft wahrgenommen, ja. Ja. Hör auf mich anzuschießen. Jawoll, Funke ausgefallen. Ach, das fällt dir ein. Erwischt. Nur IKV3, ich hatte einen. Achso, der steht da um die Ecke, das ist ja auch toll, das zu erfahren. Lass noch ein paar an Seite kriegen, Alter. Feuer bereit! Ziel verloren! Eine unserer Ketten ist zerstört, wir sitzen fest! Jawohl. Abpraller, jawoll! 7, 6... Die 5 Mann wollte ich haben! Blöder Typ! Feuer bereit! Der kann mich nicht one-shotten, das schafft er nicht. Ich seh sie nicht okay, mehr. Immerhin habe ich einen Kill mehr als Cooper. Aber dich kriege ich auch. Ich hätte jetzt gleich 3 Kills gehabt, aber ich habe mich getraut zu schießen. Ich wollte eher von hinten drauf. AT haben können. Wo ist denn der Tiger 2 schon wieder hin? Ist er tot? Ja, schon. Schon? Halt echt. Go, 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 go. Aber was ich blöd finde, dass man, wenn man so vorsichtig ist, wenn man hinten dran ist, dann kommt man immer nie dazu, die AD zu zerstören, weil die bekommt jetzt irgendjemand anders. Wahrscheinlich auch noch du wieder eine. Buns, buns, buns. Oh, da ist noch eine AT. Ach, verdammt. Ah, oh, noch eine AT. Ach, da ist noch eine. Da ist ein Leitfeuer. Nein! Nein! Ich hab vorbeigeschossen. Ich hab eigentlich gelackschottet, ne? Ja. Das war was zum so 2 mm über den Hügel, konnte ich drüber schauen. Ja, Mann. Ich hab 10.000 Gewinn gemacht. Was geht? Ich hab nur 5.000 Gewinn gemacht. Komm, wir machen mal irgendwie Light Tank, was? Meine Muni ist so arsch teuer. Ja, wir spielen jetzt. Ich spiele jetzt mit M3 Chauffé. Sicher? Weh. Jawohl, da kann ich mir jetzt das bessere Geschütz kaufen. Da opfere ich jetzt meine ganze freie Verfahren. Oh fuck, ich glaube, das war Fail, was ich gemacht habe, weil. Weil du generell Fail bist? Nee, weil ich noch. T50 und Leopard sind Stufe? 4. 4. 4. Na dann, 4. Ja. Go, 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 go. Ich müsste jetzt Eisteil Stufe 5 AT nehmen. Was ja, recht. Wir sind eh immer letzter jetzt. Hey, wow. Wow, 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 wow. Wow, wir sind letzter. Weil ich halt über den T50 gestellt bin, obwohl wir dieselbe Stufe haben, ne? Respekt. Ich stehe sogar über dir, das ist mies. Wahrscheinlich habe ich sogar mehr Leben als du, das ist halt gleich doppelt mies. Glaub ich nicht. Wie viel Leben hast du? Ich habe mehr als du. Sogar der T50 hat mehr. Ja, kann sein. Obwohl du ein Medium bist, okay, aber Leopard ist halt wegen OP ja noch. Wenn ich dem jetzt Light Tank, ne? Light Tank. Wir machen systematisches Ausschalten. Wir gehen alle drei links, habe ich jetzt gerade beschlossen. Hat man das jetzt gehört, dass ich hier so systematisch durch meine Wohnung geschlichen bin? Bei 1539. Was? Wollte dich nachahmen. Du bist fail. Ja, dann. Dafür schieße ich dich jetzt an. Ich habe 350 Leben, 350 Leben, 350 Leben. Und jetzt werde ich sterben gehen. Ach du Scheiße, OP-Panzer. Was denn, oh? T28. Wo ist dann T28? Neben mir. Okay, er hat mich nicht gesehen. Ziel verloren. Das ist ein T40. Ja, ich weiß. Den habe ich schon abgesehen. Nein, T28. Piss dich, Nicker. Oh Gott, sowas sagt man nicht. Ich weiß. Nein. Du verdammter. Nicht durch das. LOL!
Der T5 und der T21 habe ich gewonnen, shottet. Der macht ist meine Kette kaputt, meine Kette ist kaputt. Ja, mein Gott. Ich habe einen Kill, aber meine Kette ist kaputt. Kann der mich one-shotten? Wer denn? Der T28. Was ein OP-Panzer ist, höchste Damage. T28 war schon immer OP, beschwer dich nicht. Oh mein Gott. Meine Leckanzeige ist rot, wieso das? Achso, weil ich tot bin. Tja. Wie wir halt voll in ihre Base stürmen, ne? Oh Gott. Cooper, dass du mich gerecht hast. Ey, was war denn das? Das war bestimmt der Mega-Luck-Shot schlechthin, so wie gestern. Ah, kann ich kurz eine kleine Story erzählen, während wir hier nichts machen? Jagdtiger, 1800 Leben, steht da, zielt auf unseren Tiger 2, auf einmal Kopf oben, der Schuss von der Su-214 One-Shot. Fail. Der war wirklich mit der hochexplosiven Munition genau in die Munition vom Jagdtiger oben rein. Oh, das ist echt bitter. Da ist die Kette kaputt. Kritischer Treffer in die Munition mit der hochexplosiven. Das ist mies. 1800 Damage. Aua. Das ist uncool. Und guckst auch gerade auf Cooper. Ich guck grad die Fahrweise von Cooper. Putzt durch den Baum. Wir machen hier 3D-Racing. Oh, ein Panzer. Ein kaputter Panzer. Fail. Ja, Tod ist tot. Naja, wurscht. Achso, er ist tot. Na dann. Ja, Tod ist tot. La la la. La 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 la. La. Was spielen wir denn? Idiot! Idiot! Was? Wir hatten die Base schon gecaptured und dann fährt der M4A23E4, weiß ich nicht, aus der Base raus. Ne? Dumm. Ja, dumm. Es gibt viele Vollidioten im Spiel. Das wussten wir aber auch schon vorher. Also, ja. Was spielen wir? Na, ja, was denkst du? Ja. T50 hat 3 Kills, na lol. Was spielen wir? Na, Arti! Was? Arti. Nee, ich hab keinen Bock auf Arti. Aber ich. Ich aber nicht. Und spaghetti ich dich von oben. Wir wascht. So, Arti. Mit der Arti fehlen mir auch nicht mehr allzu viele Punkte. Weil sie kacke ist. Nee. Doch. So, aber hey, das Game ist nice. Ja, für dich eigentlich schon, ja. Naja. Aber der Arti ist kein Game Nice, weil du immer erstmal 10 Sekunden anvisierst. Es sind fast keine Stufe 6 Panzer dabei, ne? Entweder Stufe 5 oder 8. Das ist mies. Das halt ich hoffe, dein Gegnerteam 4 Stufe 8, dann 1 7, 1 2, 6, 6, 2 6, 6, 6. 5. Und 2 Vierer, 3 Vierer. Das ist mies. Bei uns sind 1 6er, 3 8er, 1 Vierer, 2 7er. Wahnsinn! Wenn in unserem Team Marder 2 dabei wäre, würde den T50, T50, A20, PZ4 auch zerstören. Legen wir los! Geht's dir gut? Ja, es ist gut, das Zeug wirkt. Na, ich merk schon. Also, 5 Sekunden hab ich nachgeladen. Ich hab natürlich nichts genommen, außer dem Zeug, was ich was ich normalerweise auch immer nehme, aber nicht in so hohe Konzentration. Ziemlich. Ja. Es haut nein. Und schmeckt. Nein. Ich bin im Arsch. Nein, der T50 ist im Arsch. Weil ich bin jetzt. Ach verdammt, den wollte ich. Danke, Cooper. Jetzt muss ich hier weg, der hat mich gesehen. Oh, mein Uhr war eine Millisekunde zu langsam. Ha. Ich weiß nicht, wo ich mich hinstellen soll. Das ist voll deprimierend. Liegt hinten in die Ecke. Ja, noch? Da kommen. Sich hier. Vor allem der eine, der Stuke, der Stuk vor uns heißt das Panzer. Das Gerät nur das Panzer. Das Panzer, Mann. Ich bin das Panzer. Da muss man schon viel Humor mitbringen, ja.
Ich sehe da hinten niemanden. Die 50, hallo. Das ist voll unfair, ich sehe es auf dem... Oh, anscheinend muss es noch laden. Eben geschossen. Ich glaub's ja nicht. Kann der mal stehen bleiben? Nee, aber ich kann ihn eigentlich... LOL! Wie hat er mich gesehen? Bist du tot? Hä? Ja! Ich sag's vor allem, nicht, ne? Vom wo? Und wie wusste er, dass ich hier stehe? Zum Beispiel auf der Map so diskret abgekratzt bist? Ja, aber unlogisch. Ich habe mich das. Da war ich AFK am Anfang. Kein Schwein irgendwo, kein roter Punkt in der Nähe zu sehen. Auf einmal kommt die Adi One-Shot. What the hallo? Da war what the hallo? Ist gewonshottet worden? Ist jetzt nicht so toll, ne? Nee, das ist nur ein VK-DP gewesen. Da brennt ein Motor. Da brennt so einiges. Jo, ich hab den KV5 beschädigt. Was geht? Yeah, Mann. 100 Schaden. Bist du? Doch nicht. Was geht mit dem T34? Das ist ein Damage. Oh, der ist... okay. Das schießt mich jetzt von links an. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Das ist nämlich auch die Art, die mich angeschossen hat. Nee, hey, irgendwas hat mich von links angeschossen. Das kann ja, schon... Die Art hier. Na. Kommt T34, zeig uns, was du hast. Wir verlieren. Und ich zeig dir, wie ich das. Ja, das war definitiv die Art. Textschwäche FTW. Was du. Geh doch da weg. 1, 2. Ja, ganz toll, super. Ich glaube, wir brauchen hier ein bisschen Hilfe, sonst wird es böse. Schau mal nach links unten. Nur mal so just to fun. Warum? Oh Gott. Das Game wird ein Astreiner gewinnen. Jawohl, Tiger 2 kennt. What the? Hallo, KV5, jetzt reicht's aber, ey. Ich stehe halt, Tiger 2 hat seine Kette. Irgendwie war der T34 abprallt, jetzt geht's aber los. Ach komm, was will ich denn da mit einem Wirkungstreffer? Ich will nicht die Kette kaputt machen, will den Motor treffen. Wir haben Tiger 2 von viel abprallt, das geht dann. Er hat einen Kill gekillt. Ja. Tiger 2. Der Tiger 2. Vorbei. Ach komm, warum kann er denn einmal durchgehen? Wo haben wir denn dich? Gott, ich kann die Panzer nicht auseinanderhalten. Oh doch. Ich mache immer Volltreffer 0%. Na, ist. Da bin ich. Da ist ein Panzer. Oh, das Panzer. T1 Heavy, den dürfte ich eigentlich bekommen können. Das war die Art jetzt. Bist du tot? Nee. Boah, nee. Typ ins Gesicht. Okay, T34 tot. Oh, wir verlieren. Ah, noch ist nicht aller Tag Ende, ne? Was will ich mit einem Wirkungstreffer machen? Okay, warte mal, doch, wir könnten sogar gewinnen, die bei euch haben alle kein Leben mehr. Ja, ich weiß. Gucken wir mal. Nee, da lasse ich mich jetzt nicht verarschen. Oh, diese verkackte Arti. Tiger 2 kann auch fast überdeffen. Diese verkackte Arti ohne Mist. Ja, die hat mich gewonshottet. Komm, jetzt sei mal nicht so. Du bist ja eine Arti, Mann. Lol, wie schnell meine Kette halt repariert war, was geht. Die Kette war gerade mal 2-3 Sekunden oder allerhöchstens. Weißt du nicht. Jawohl, Cooper, so macht man das. Das ist nice, was der gerade gemacht hat. Ja, als gewinnt das halt noch. Wenn ihr jetzt schnell die Base captured, dann gewinnt das. Wenn es nicht captured. Die Arti ausschalten. Das ist unser größeres Problem. Ich glaube, wir sind schon bei über 20 Minuten, gell? Fuck, was macht denn unser Happy da, Mann? Tiger 2, wie viel Leben hat der noch? Warte, der hat nichts mehr fast. Der oh, jetzt ist er tot. Na, also geht doch. Der Typ 59 hat 7 Leben, Tiger 2 hat 306 Leben und er wird von zwei Gegnern angeschossen, von einem Tank Destroyer und vom Typ 59. Tiger 2 hat einen zerstört, sehr schön, es hat die Su-152 nur 870 Leben. Das ist schlecht. Für ihn. Ja, capturen wir mal schnell. Fast Cap. Ein Fast Cap. Wie wär's, wenn du mal die Arti zerstört? Ja, dazu müssten wir sie sehen. Wieso zum Teufel hat der Tiger 4 Kills? Na dann.
Ja, weil er von der Seite gekommen ist, aber das Problem ist, es funktioniert natürlich nur, wenn jemand da vorne steht und die quasi die Aufmerksamkeit Ablenkt. auf sich lenkt. Das war der T34 und ich. So. Schuh. Krass, ne? Die Art, die haut ab anscheinend. Ah, soll sie doch. Umso besser. Nein. Tiger. Der muss den Zoo nur noch einmal damagen. Aber wenn Ja. er so durch irgend, wenn ihr da zu zweit drin steht, dann schafft das noch. Nicht, wenn uns die Arti dann angreift. Jawohl. Ich stelle mich jetzt hier in die Ecke. Jawohl, da. Wie viel Damage die Arti halt gemacht hat, gell? Obwohl sie daneben geschossen hat, ne? Wie schnell ist seine Kette repariert? What the fuck? Das ist immer so bei dem Panzer. Ich bin Medium, Mann. Wirst du den jetzt nochmal zerstören, nicht? Oh, Zeus kriegst Nein, du. komm hierher, Mann, hier hoch. Da kann die Arti nichts gegen uns machen. Oh, und der Tiger ist im Arsch. Aber Zu auch. Zu ist im Arsch. Boah, Tiger, du Lacker. Ich hätte nicht gedacht, dass wir dich gewinnen, gell? Ich eigentlich auch nicht. Aber jetzt sollten wir es eigentlich gewinnen, ne? Aber ich capture hier trotzdem mal weiter. Ich bleib capturen. Bist du gerade auf dem Tiger? Nee. Auf mir. Ja, nee, auf Kuba wahrscheinlich, ja, auf Kuba, der gleich stirbt. Ja. Wie viel Damage die Asi halt aushält. Jawohl. Over and out. Ich habe 60 Punkte gecaptured, immerhin. Zwar gleich nichts Immerhin. bekommen, aber wurscht. Ah, Boah, was für da Siege wir wegkommt, haben. egal. Wir haben halt nur Siege, gell? Das ist mal ein astreines Game gewesen, Games. Ja, weil wir Imbers sind. Wir sind generell Imber, Mann. Okay, gut. Und dann haben wir sozusagen auch das beste Ende geschaffen mit einem Sieg. Mit 3 Siegen. Wir haben Triple X heute. Triple X, ja Mann, Triple X. Glücks in den Hattrick. Ja, dann gibt's eigentlich nicht mehr viel zu erzählen, oder? Nächstes Mal nehme ich wieder auf. Dann dürft ihr endlich mal mein neues Geschütz sehen, wenn ihr das sehen wollt. Und ansonsten sagen wir einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Yeah.